Ach ja, meine Dildo Collection. So, und da haben wir es schon. Schaut mal auf den Code. Und es gibt zu diesem Knife Giveaway noch ein gesondertes, und zwar eine M4A 4 Dragon King. Ihr müsst das Video bis zum Ende schauen, sonst könnt ihr nicht gewinnen. Ein einfaches Ich mache mit reicht nicht. Ja, also hört euch einfach das Video an, es ist nicht allzu lang. Scheißt euch nicht ein, okay? Ihr könnt immerhin fette Skins gewinnen. Willkommen zum neuesten Giveaway, und zwar dem Knife-Giveaway, unter anderem. Wir sind hier wieder bei Skin Baron. Das Knife ist gesponsert bei Skin Baron. Vielen Dank an euch, der edelste Partner, den man haben kann im Internet. Verstehst du? Ich habe mich ja schon so ein bisschen umgesehen, was man denn kaufen könnte, und ich habe ein Budget von 50 Euro und dachte mir, ja moin. Da ist es schon ziemlich nice. Ich weiß, es gefällt nicht jedem, ein Case Hardened, aber mir gefällt es extrem gut und einigen von euch sicherlich auch. Ich finde, es sieht auch echt geil aus, dieses Ausgewählte hier jetzt. Hat einen schönen großen blauen Teil, also vorne auf der Klinge. Das hinten, was interessiert mich das hin? Cut Knife an sich sollte einigen gefallen, deswegen werde ich das Teil jetzt holen. Es ist ein Weihnachtsgeschenk praktisch an alle Supporter und so weiter und so fort. Ich erkläre euch gleich, wie es dann abläuft und was es noch für Skins gibt. Zuallererst führe ich den Kauf durch, natürlich wieder vor euch oder vor euren Augen, damit ihr diese Seite Skin Baron einfach kennenlernt, wenn ihr sie noch gar nicht kennt. Ihr habt am Anfang meinen Code gesehen, damit könnt ihr euch anmelden, und da werde ich ein bisschen am Gewinn beteiligt an Aktionen, die ihr macht. Also ihr müsst dafür nicht mehr zahlen, keine Sorge. Ich bekomme dann von Skin Baron ein bisschen Geld. Ihr könnt euch aber auch einfach über meinen Link, der hier unten in der Beschreibung steht, anmelden. Also wenn ihr auf den Link klickt, dann seid ihr bereits schon richtig verbunden, wenn ihr euch da anmeldet. Zack, bumm, dann läuft es genauso. So, also Aufbrechmesser, Case Hardened, Einsatz erprobt. Weiter. Ich mache das hier natürlich über den Skin Baron Geldbeutel. So, jetzt kaufen. Bumm. Vielen Dank für deinen Einkauf. Wir achten wieder auf den Security Code. Ich schreibe ihn mir extra wieder auf, so wie letztes Mal auch. Es ist einfach nochmal eine extra Sicherheit, dass ihr nicht irgendwie genudelt werdet. Hey, was haben wir denn hier? Oh, zwei Trades. Ich weiß nicht, warum da noch ein zweiter ist. Das ist wahrscheinlich was Privates. Ach ja, meine Dildo Collection. So, und da haben wir es schon. Schaut mal auf den Code. RFJRP. RFJRP. Ihr habt gemerkt, wie schnell es geht. Es hat jetzt ungefähr 20 Sekunden gedauert, 30. Und es gibt zu diesem Knife Giveaway noch ein gesondertes, und zwar eine M4A 4 Dragon King und eine StatTrak UMP 45 Labyrinth. Wie ihr mitmacht, geht folgendermaßen. Das Knife kann man nur gewinnen, wenn man Twitch-Abonnent ist. Man abonniert mich also auf Twitch und steht dann auf der Liste. Man muss nicht live dabei sein, man muss nicht zugucken, man muss eigentlich nichts machen. Man muss eigentlich nur bereit sein, den Gewinn dann anzunehmen. Ich schreibe die Leute dann nämlich auf Twitch an und sage ihnen, hey, du hast gewonnen, gib mir bitte deinen Trade-Link, damit ich das Knife rüberschicken kann. Ihr müsst nicht live irgendwie dabei sein und sofort darauf antworten. Ich hau euch diese private Nachricht raus, und ihr solltet dann am besten irgendwann nach dem 25. mal auf Twitch gehen und reingucken. Vielleicht seid ihr ja der glückliche Gewinner, und wenn ja, einfach darauf antworten. Das kann gerne verzögert sein um einige Tage, das macht nichts. Das soll einfach ein Weihnachtsgeschenk an alle die Supporter sein, die wirklich auch finanziell da rein supporten und eben einen Sub raushauen auf Twitch. Ein Sub kostet 5 Euro, für alle, die das nicht wissen. Man kann auch einmalig nur subscriben, also jetzt nur für diesen einen Monat. Wenn man sich also eine PaySafeCard holt und damit dann rein subbt, dann steht man für diesen Monat, wo das Giveaway ist, auf der Liste mit drauf. Einfach nochmal als Dankeschön an alle. Es geht auch einfach so raus, also es muss kein Subscriber-Goal erreicht werden, wie für dieses andere Knife. Das übrigens auch dann rauskommen könnte, gleichzeitig, wenn jetzt noch ein paar neue reinsubben würden. Ich glaube, es fehlen noch 4 oder 5. Dann haben wir die 45 Subscriber, und es gibt noch ein zweites Knife, und zwar dieses Forest Didipad. Das heißt, dann hätten wir sogar 2 Knife-Gewinner. Am 25. ist das Giveaway zu Ende. Diese anderen beiden Skins, die ich eben gezeigt habe, also die Dragon King und die Labyrinth, die kann man einfach so gewinnen. Man braucht nur wieder, so wie bei den letzten Giveaways auch, aktiv zu sein. Also hier auf YouTube. Also einfach kommentieren. Bis zum 25., also am besten auch darüber hinaus. So aktiv wie es geht. Also aktivere Leute werden dann eher natürlich belohnt wie inaktive Leute. Beim letzten Giveaway haben ungefähr 200 Leute gesagt, sie machen mit. Und im Endeffekt, ich denke, die meisten haben das Video gar nicht gesehen, waren es nur, ich sag mal, 30 neue Kommentatoren, die zu den sonstigen dazugekommen sind, die schön jedes Video oder fast jedes Video kommentiert haben. Und natürlich können dann die anderen nichts gewinnen, wenn sie nur einmal schreiben, ich mach mit. Also nochmal zum Mitschreiben, das Weihnachtsgeschenk Knife, das Gut Knife Case Hardened, geht an die Twitch-Subscriber raus. Wenn du noch keiner bist und mich unterstützen möchtest oder halt einfach 5 Euro rumliegen hast, kannst du gerne Twitch-Subscriber werden. Also dafür muss man nur auf meinen Twitch-Link klicken. Der ist hier unten irgendwo, und da steht auf meinem Kanal bereits oben irgendwo abonnieren. Dann steht man auf der Liste drauf. Wie gesagt, man muss nicht live bei irgendeinem Stream dabei sein. Natürlich ist es nicht der einzige Gedanke, also von wegen, das Knife geht jetzt an die raus, die mich unterstützen, sondern auch der Schutzgedanke steht nach wie vor ganz im Vordergrund. Skingeier werden mich nicht abonnieren, um ein Knife zu gewinnen. Richtige Unterstützer hingegen sagen sich, hey, weißt du was? Komm, ich hau mal einen Sub raus oder so, ne? Als Twitch-Subscriber hat man natürlich noch einige Vorteile dann auf Twitch selbst. Also man bekommt meine Stream-Währung, die Bubble-Dollar, doppelt so schnell wie Nicht-Subscriber. Man kann bei Sub-Giveaways und Sub-Fewer-Games mitmachen. Natürlich gibt es aber dennoch auch eben Giveaways und Fewer-Games für alle anderen. Aber ja, ich will da nur nochmal erwähnen, dass es halt auch Vorteile hat, wenn man im Stream am Start ist und man Subscriber ist. Man kann auch meine Emotes benutzen und so weiter und so fort. Also es
Ist jetzt nicht nur wegen diesen Giveaways, diese Sub-Geschichte. Die gibt es schon deutlich länger als die Giveaways. Und natürlich hat man da gewisse Vergünstigungen dann im Stream. Für die anderen Skins müsst ihr, wie gesagt, nur aktiv kommentieren. Ihr müsst nicht abonnieren auf Twitch und auch nicht auf YouTube. Bitte abonniert mich nicht einfach so auf YouTube, ja? Abonniert mich nur dann, wenn es euch wirklich gefällt, was ich mache. Scheiße, ich wollte eigentlich noch irgendwas spielen. Wir stehen ja gerade bei 40 Subscriber. Bei 45 Subscribern geht das zweite Knife raus. Wenn wir das bis zum 25. Dezember schaffen, da bin ich nämlich auch wieder zu Hause, dann kann ich beide Knives einfach raushauen. Die anderen Skins, also jetzt zum Beispiel die Dragon King oder eben halt die Labyrinth, die werde ich wieder in einem Video herausgeben. Also da sage ich dann in einem Video die Gewinner an, die zwei. Und die zwei melden sich dann einfach unter dem Video und erhalten dann diese beiden Skins. Ich hoffe, ihr freut euch über das Knife und quengelt nicht rum von wegen, man muss ja was bezahlen. Es gibt ja immer noch die zwei anderen verschissenen Skins. Es ist einfach ein sehr guter Skin-Geier-Schutz. Und natürlich kommt nebenbei auch noch Geld rum. Ganz klar, da ihr wisst, ich bin da ehrlich, ja. Geld ist eine wichtige Sache im Leben. Auch für mich ist Geld wichtig. Ich mache den ganzen Kram zwar nicht nur für Geld, sondern auch, weil es mir Spaß macht und weil ich gerne mit euch zusammen arbeite und so weiter und so fort. Aber am Ende vom Tag freue ich mich natürlich trotzdem, wenn ich auf Twitch sehe, oh, wir sind gestiegen, es kommt wieder ein bisschen mehr Geld rein. Das ist halt einfach so, ja? Es gibt ja unglaublich viele Streamer, die alles, ihren gesamten Stream, also man kann nur als Subscriber im Chat schreiben, man kann nur als Subscriber mitmachen, man kann nur als Subscriber irgendwelche Sachen gewinnen. Ihr wisst, dass ich so nicht bin und grundsätzlich das meiste für alle offen halte. So ein paar kleine Schmankerl muss es aber trotzdem auch für die Subscriber geben, weil es unfair ist sonst irgendwann, oder? Ja, das war's eigentlich schon wieder. Sorry, dass ich jetzt kein Gameplay gezeigt habe. Ich gehe einfach hier durch die Skins durch und ihr guckt es euch an. Ich habe jetzt so viel gelabert und hier Skinbaron und Lirum Larum, dass ich jetzt gar keinen Gameplay machen konnte. Ich wollte eigentlich wieder eine Runde Scout Knives oder irgendwas spielen. Also nicht Scout Knives, Flying Scoutman. Früher hieß es Scout Knives. Aber das ist jetzt halt zu spät. Jetzt schnibbel ich das Video zusammen und dann könnt ihr euch da schon mal drauf freuen. Natürlich freue ich mich auch, euch eine Freude gemacht zu haben oder machen zu können. Hier natürlich nochmal ein riesen Dankeschön an Skinbaron für diese tolle Möglichkeit, die ihr mir da bietet, dass ich meinen Leuten, ohne dass ich Verluste einfahre, also ohne dass ich finanzielle Verluste einfahre, Dinge schenken kann. Das ist einfach richtig nice. Vor allem auch, dass man merkt, man ist geschätzt von diesem Partner, mit dem man zusammenarbeitet. Man kriegt Geld in die Hand und das heißt, hier, hast du dir verdient, mach was draus, gönn deinen Leuten irgendwas und so weiter und so fort. Also mittlerweile sind ja auch extrem viele Skins von Skinbaron, weil ich ja auch ständig Case-Openings mache mit finanzieller Unterstützung durch Skinbaron. Oh, guck mal, ich kann mal wieder einen Upgrade machen. Ja, dann mache ich noch einen Upgrade zum Schluss. Also Blush Brust muss man natürlich behalten, das sind super sexy, die Dinger. So, Bronzit, Bronchitis. Ihr dürft nicht meinen Namen sehen. Oh Leute, eine Death Rattle. Wow! Und wir können noch einen Uptrade machen. Geil, okay. Dann mache ich eine Death Rattle weg, aber nicht die FN, die wir gerade eben bekommen haben. Ach, die war gar nicht FN, lächerlich. Here we go, bitches! Jetzt ist mein Inventar wieder freier. Das ist ohne Sword of Ember Fate! Die ist schon fucking sexy, ne? Aber wisst ihr was, komm. Aus Spaß hau ich die auch noch raus, die Sword of Ember Fate. Das heißt, es gibt dieses Gut Knife Case Hardened, dann gibt es die M4A4 Dragon King, dann gibt es die StatTrak UMP45 Labyrinth und die Sword of Ember Fate. Sonst kein Gag. Frohe Weihnachten, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ihr freut euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.